Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Eilige Nachricht von ihm an dich. Was möchte er dir heute sagen? Zwei Positionen, zwei Tarotdeck, zwei Steine. Du hast die Qual der Wahl, hoffentlich nicht. Ja, falls du die Qual der Wahl hast, dann kannst du dieses Video komplett schauen. Dies ist eine allgemeine Legung, die mit dir resonieren kann, aber nicht muss. Okay, mal schauen, ob du heute Informationen empfangen sollst oder doch nicht. Und dann, wenn das der Fall ist, bist du hoffentlich beim nächsten Video dabei. Deck Nummer 1 und eine Ahat-Druse. Deck Nummer 2, ein Selenitstein. All die Zeiten findest du in der Videobeschreibung. Dort findest du auch weiteres über mich, über meinen Kanal und die Dienstleistungen, die ich sonst noch anbiete. Schau dir auf jeden Fall auch die älteren Videos an, denn diese haben auch deren Gültigkeit. Ich wünsche dir viel Spaß und ich starte mit Deck Nummer 1. Willkommen zu deiner Legung. Lass mich mal gucken, wie es ihm geht, was es alles Neues gibt in seinem Leben, welche Energien jetzt vorherrschend sind. Dein Gegenüber. Wir würden die Karten ihn denn beschreiben. Genau jetzt. Einschränkungen, ja, Einschränkungen, die ihn belasten. Er möchte schon sich verwandeln, er möchte Flügel haben, aber er hat keine Flügel. Erstmal keine Flügel. Womit hängt das zusammen? Hat das etwas mit dir zu tun, diese Einschränkung? Trauer, Trauer. Er ist traurig. Er ist traurig aufgrund der fehlenden Kommunikation zwischen euch. Ja, hier geht es eindeutig um die Liebe. So wie es jetzt momentan zwischen euch steht, gefällt ihm gar nicht. Ja. Hier möchte er auch irgendwie durch dieses Kartenbild auch Mitgefühl erwecken. Sei es vielleicht auch bei dir. Er erzählt auch davon, dass er jetzt mehr investieren möchte in die Gefühle, in die Romantik zwischen euch. Den Mangel, den er jetzt erleidet, möchte er vergessen. Er möchte sich verändern. Hier weißt du sogar wie, ja? Er hat hier eine Strategie. Er ist bereits so weit, dass er sogar weiß, welche Schritte er unternehmen möchte. Welche Schritte möchte er denn unternehmen? Okay, dann ist es vielleicht, aha. Definitiv aktiv werden, ja, hast da Strebe, neue Impulse, welche Schritte jetzt noch mehr dazu? Das, was euch belastet, aus dem Weg schaffen, stetige Schritte, sei es einen Vorschlag machen, wo er dir mitteilt, dass er sich in eure Verbindung, eure Beziehung wohlerfüllen möchte. Also dieses Wohlwollende, was er mir jetzt hier projiziert. Das ist hier präsent. Er ist bereit, an euren sonnigen Zukunft zu arbeiten. Das beenden, was schmerzt, was nicht mehr befriedigt.
schön, eine selbstbewusste Energie, wo er weiß, dass er alles unter Kontrolle hat. Er weiß genau, dass er die Dinge bewegen kann. Das ist die Nachricht, die Message, die heute an dich kommen soll. Er hat einen ganz plausiblen Plan. Ja, vielleicht ist es genau das, was du sonst von ihm kennst. Das ist ja seine Natur. Das ist etwas ganz Simples. Hier ist nichts besonders Ausgeklügeltes, sondern das kennst du schon von ihm. Du weißt genau, wenn er in seinem Element ist, wie handelt er dann? Wie ist er zu dir? Und genauso klar möchte er auch erscheinen in der nächsten Zeit. Genauso klar möchte er mit dir sein. Und du kannst hier genau einschätzen, um was es hier geht. Ja, was für eine Art Absicht hat er? Er sieht, dass du ressourcevolle Frau bist. Er sieht, dass ein Frieden zwischen euch auch möglich ist. Eine friedliche Beziehung. Er lässt dir auch deine eigene Wahl. Er sagt, okay, wenn du es so meinst, dann tu so. Ja, er widerspricht hier nicht. Und auch für einige von euch sagte er, entweder nimmst du mich so, wie ich bin, oder es ist nun mal deine Entscheidung. Ja, du hast dich entschieden, ich respektiere deine Entscheidung. Ich weiß, worauf du dich beziehst und aus welchen Gründen du diese Entscheidung, genau diese Entscheidung fällst. Er respektiert diese Entscheidung, weil er dich respektiert. Ein ganz klarer Mann. Klare Gedanken, klare Ziele. Sei es sind Energien jetzt genau zu diesem Moment, ja, wo wir ihn lesen. Ganz nüchtern, ganz eindeutig, zielgerichtet. Was sollst du noch wissen? Was sollst du noch dazu wissen? Er sieht dich als Herrscherin. Du bist eine wichtige Frau in seinem Leben. Er hat sogar das Potenzial gesehen an dir. Bis hin zu einer langen gemeinsamen Zukunft. Was Seriöses wäre möglich. Hängt auch viel von dir ab. Ob du mitmachst, ob du noch dabei bist, ob du auch investieren willst, ob du hier auch tatkräftig sein möchtest oder ob du sagst, nein, ich möchte diese Chance nicht mehr ergreifen. Ja? Besonders für diejenigen, die hier auf einen Ex schauen oder auf einen kühlen Mann, der schon auch vieles zerstört hat. Du hast für vieles hier schon mal gekämpft. Ja, du hast super überstanden. Wahrscheinlich bist du auch stolz auf dich, dass du es geschafft hast, dass du geschafft hast, auch deine Gefühle, das, was in dir drin war, zu verarbeiten. Scheint schon eine gefühlsvolle, ja, gefühlsvolle noch als Wort, Geschichte zu sein oder gewesen zu sein für einige von euch, an der er sehr gebunden war, an der er festgehalten hat und genauso du. Ihr wart wertvoll oder ihr seid wertvoll, ja, füreinander. Meine Liebe, schau bitte aus deiner Perspektive, dies ist eine allgemeine Legung. Je nachdem, was ihr für einen Status habt, ob ihr Kontakt habt, kannst du hier wohl denken, ja, was mit diesen Energien hier gemeint ist. Auf jeden Fall sah er dich im guten Licht in eine wertvolle Frau. Er hatte dir auch vieles bereits gesagt. Oft ist es so, dass wir die Männer uns viel
schwieriger oder viel komplizierter vorstellen. Er ist hier ganz einfach gestrickt, meine Liebe. Das musst du hier verstehen. Er steht auch auf klare Aussagen, ja, sodass, sag es so, wie du meinst. Sag es direkt. Er wird es akzeptieren. Dieses Ungewisse, Komplizierte, kann man ganz einfach auch durch die Worte aus dem Weg schaffen. Man soll hier nur noch anfangen zu reden, zu kommunizieren über das, was wichtig ist. Klipp und klar. Klipp und klar, ohne Wenn und Aber, ganz zielgerichtet. So wie die Königin der Schwerter das kann. Und er wird dich verstehen. Er wird dir sogar zuhören, ja? Das wird er. Wie sieht er dich heutzutage? Wie sieht er dich heutzutage? In welchen Energien sieht er dich? Kelchkarten, meine Liebe. Ja, für viele von euch ist das einer, der nostalgiert. Er schwelgt in Erinnerungen. Er erinnert sich an diese wunderschöne Liebe. Ich nehme sogar die Verantwortung und sage, ja, dieser Mann hatte für ganz viele von euch Gefühle. Ja, besonders wenn über diese gesprochen wurde. Oder wenn du es gefühlt hast, du hast es gespürt, je nachdem, wie lange ihr euch kennt. Ja? Hier ist eine zauberhafte Liebesgeschichte. Eine man sogar sagen kann, ihr seid füreinander bestimmt worden. Also es war nicht umsonst, dass ihr euch getroffen habt. Es war nicht umsonst. Die Wurzeln, eure Verbindung, die sind ganz tief. Die sind tiefer gehend, als du es ahnst. Und die sind schön. Die sind nicht karg oder verfault oder ausgetrocknet, ausgemergelt. Nein, die sind bunt. Wenn du diese sechste Kirche hier sogar umdrehst, ich mache das, dann schau dir mal die Wurzeln an. Es ist, als ob es jetzt auch ein Baum ist, aber ein bunter Baum. Ja? Diese Karte steht auch für die Seelenpartnerschaft, diese Karte steht für feste Verbindungen, bedeutsame Verbindungen. Für diejenigen, die an Reinkarnation glauben und dass unsere Seele unsterblich ist, dass wir uns mal mit bestimmten Menschen immer wieder mal sehen können, ja, im nächsten Leben. Ist es tatsächlich hier so eine Geschichte zu sehen? Aber ich habe gefragt, wie sieht er denn dich? Ja, er sieht auch deine Gefühle. Er sieht, wie du blühst. Ja, er sieht auch deine starken und schönen Wurzeln. Aber er sieht unter anderem auch, dass du hier auch ein Opfer abspielst, dass du hier in eine Passivität gegangen bist. Genau wie er hier so hängt. Ja? Er hängt zwar aufrichtig, wobei wer weiß dann schon, wo hier Kopf ist, wo die Füße, ja, falls es sowas hier gibt. Wollen aber trotzdem noch bildhaft bleiben, symbolisch. Er hängt und du hängst genauso, ja, so mehr eine Passivität,
die hier eine große Rolle spielt, energetisch. Sei es auch situativ, es passiert nicht viel in eurer Verbindung, weil jeder für sich blockiert ist, jeder für sich sich in seinem Kokon eingehüllt hat, sich von der Welt zurückgezogen hat und auf eigene Art und Weise sich erfüllt oder auch auf eine andere Art und Weise signalisiert, ich bin ein Opfer. Ich bin ein Opfer dieser Verbindung. Ich muss etwas ändern. Ich muss etwas ändern. Ich nehme dir mal jetzt noch eine Orakelkarte abschließend zu dieser Legung. Und ich hoffe, du hast heute deine Erkenntnisse empfangen. Vergebung kommt hier als Karte und Erzengel Gabriel und höhere Perspektive, meine Liebe. Vergebung erlaubt dir, im Jetzt zu sein und Freude und Frieden zu erfahren. Vergebung in der Liebe. Erzengel Gabriel, lass dunkle Gedanken und Gefühle los. Bitte um Reinigung und lass sie geschehen. Du kannst dich an den Erzengel Gabriel wenden und um Reinigung bitten und diese auch geschehen lassen. Höhere Perspektive. Gib deine begrenzte Sichtweise auf und verschiebe deine Energie in eine höhere Perspektive. Was ist hier genau gemeint? Denn dass du hier Perspektivwechsel betreiben sollst, ist klar. Ja, der Gehängte steht dafür. In welche Richtung sollst du denn hier einschlagen am besten, damit es dir gut geht? Veränderung, ja, und du bist hier der Schmetterling, ja, er ist noch in seinem Kokon, ja, der mag sein, dass er bald auch zum Schmetterling wird. Die rote Farbe steht schon mal für Aktivität, aber für dich ist es so, blüh auf, ja, du hast die Flügel, du sollst hier glücklich sein, du sollst dein Leben genießen. Von dem Alten, von dem, was dich belastet, sollst du wegfliegen. Du bist ein Schmetterling. Fühl dich auch so ganz leicht. Ja, Schicksalsrat ist ja auch zu sehen. So ist es gewollt. Vom Universum, vom lieben Gott, von den höheren Mächten, von den Engeln, je nachdem, an wen und an was du alles glaubst. Es ist gut für deine Entwicklung. Es ist gut. Und die Perspektive soll darauf gerichtet sein, dass du für dein Wohl sorgst, für deine Veränderung sorgst. Glücklichere Veränderung, meine Liebe. Ich wünsche dir alles Liebe auf deinem Weg zur Veränderung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like von dir freuen. Abonniere meinen Kanal und wenn du eine private Legung haben möchtest, dann kontaktiere mich über meine Webseite oder meine E-Mail-Adresse. Alles Liebe, viel Glück und bis zum nächsten Mal. Position Nummer 2. Herzlich willkommen. Wer ist denn hier? Welcher Mann ist denn hier vertreten? Was passiert genau jetzt in seinem Leben? Wer ist er? Er ist die Königin der Stäbe. Oder eine Königin der Stäbe spielt hier eine ganz große Rolle, die sich rar macht, die einen Zaun gebaut hat, die ihn nicht durchlässt. Allgemein, wenn ich frage, wie fühlt er sich heute? Super. Also, die Königin der Stäbe kann natürlich auch für seinen Zustand stehen, auch für ihn. Er ist tatkräftig, er ist positiv geladen, er ist voller Energie. Ein positiv gestimmter. Um was geht's hier? Um was geht's hier noch? Er hat seine innere Balance gefunden. Er
genießt das, was er geschafft hat. Er genießt sein Leben, wie er sich zurecht gemacht hat, gemütlich gemacht hat. Er genießt seine Komfortzone. Er fühlt sich dort wohl, wo er gerade ist. Er fühlt sich, als ob er auch getragen wird von dem Schicksal, von den höheren Mächten, von den Engeln. Also er fühlt sich beschützt, das geht ihm gut. Nur noch die Verbindung zu einer gewissen Dame hier, die etwas rebelliert und unvorhersagbar ist, die ihren eigenen Weg gehen möchte. Was geht's denn hier? Bist du denn das? Bist du das? Es ist eine Frau, die für diese Verbindung schon mal einiges geleistet hat und die sogar sich denkt, dass es vergeblich war, dass es an der Zeit ist, sogar zu gehen, das Ganze zu verlassen. Auch für dich ist eher unvorhersagbar. Und mag sein, dass er dich durch sein Leichtsinn, auch durch seinen Egoismus verletzt hat. Ja, dass es du hier auch mit deinem Selbstbewusstsein bezahlt hast. Aber du konntest abhauen. Ja, du konntest ausreißen. Weil du dir deines Selbstwertes bewusst bist. Ja, das bist du, weil es ist ja auch durch die Hohepriesterin ganz eindeutig, um wen es hier geht. Du findest, ich finde trotzdem den richtigen Mann. Ja, auch wenn nicht er das ist, ja, falls sie ja sogar eine andere Frau im Kopf hat, dann wird das Schicksal, alle Karma-Gesetze werden sich so drehen, dass ich trotzdem zu meinem richtigen Mann komme. Ja, er wird genauso unabhängig sein wie ich. Er wird genauso weise sein, wie du es bist. Du möchtest, dass der Mann, auf den du triffst, deine innere Welt besser versteht als er. Er ist mir hier zu sehr im Außen. Ja, alles, was von außen kommt, interessiert ihn mehr. Vielleicht ist er ein Löwe, ja, war schon ein Klischee. Oder ein Widder oder jemand, der sehr nach außen fixiert ist. Impulse von außen sind wichtig. Extrovertierter Mensch, übertrieben extrovertiert. Du findest, dass das Rad sich dreht, ja, und du den richtigen trotzdem bekommst. Du bist zuversichtlich, meine Liebe, finde ich super. Es ist noch nicht an der Zeit aufzubrechen, ja, du wartest noch. Du wartest noch auf die richtige Welle. Auf den richtigen Impuls. Vielleicht siehst du schon mal die Lösungen nicht, die vor deiner Nase liegen. Ja? Du denkst, die Tür ist zu, aber die Tür ist offen, denn den Schlüssel haben wir hier. Okay? Überprüfe mal, ob du irgendwelche Glaubenssätze hast, die dich daran hindern, aufzubrechen und nicht mehr so lange abzuwarten und dich zu langweilen. Ja? Denn wenn du einen stabilen Mann haben möchtest, sei es, es ist auch er, ja, ich will dir hier nichts abreden, fühle bitte in dich hinein und filtere alles, was ich hier berichte, dann sollst du dich hier auch einbringen, ja. Es ist eine gemeinsame Geschichte. Es geht hier um zwei Menschen. Und zwei sollen die Hand anlegen.
Okay, ich möchte diese Karten mal wieder zurück ins Deck nehmen und nachsehen, was er denn dir heute eigentlich sagen möchte. Außer, dass er sich auf seine Zukunft, auf seine nahe Zukunft mehr freut, auf das freut, was er schon erreicht hat. Er fühlt sich wohl, ja, wunderbar. Das freut uns für ihn. Was denn jetzt in Bezug auf dich ganz konkret? Wow. Schon wieder die Königin der Stäbe. Wenn du dich mit dieser Karte hier identifizierst, ja, ich hoffe, du weißt ungefähr, welche Qualitäten die Königin der Stäbe hat. Du kannst auch wieder Löwe oder Schütze sein, sei es im Aszendenten, im Mondzeichen oder sogar Venuszeichen. Das geht auch. Du bist eine Starke. Du bist eine Temperamentvolle. Du bist eine, auch unter anderem Magierin, ja, sehr spirituell. Du erschaffst deine Wirklichkeit selbst. Und so sieht er sich. Ihr seid euch sehr ähnlich, muss ich sagen. Das ist auch ganz interessant. Denn er sieht in dir auch viele Qualitäten, die er selbst hat. Überprüfe das mal. Wie resoniert das jetzt mit dir? Gibt es jetzt irgendeinen Aha-Effekt, wo du sagst, ach doch, stimmt, dann ist es mehr so, dass an der und der Stelle er mir auch meine Seiten gezeigt hat. Oder er hat mir gezeigt, wo ich noch mich noch mehr entwickeln kann in die Richtung meines Selbstbewusstseins, also meines Glücks, mehr Selbstvertrauen erlangen, mehr zu den stärkeren Seiten zu kommen, indem du seine Stärken ansiehst. Siehst du vielleicht, was du in dir drin unterdrückst, wo du dir nicht erlaubst, einen gesunden Egoismus zu haben. Aber in dir schlummert es trotzdem und möchte endlich mal an die Oberfläche kommen. Ja? Das sind so die Schattenaspekte, die du durch diesen Menschen integrieren sollst, damit du auch zu einer integren Frau wirst, zu mehr integren Frau wirst und auch glücklicher wirst. Was möchte er denn der Königin der Stäbe heute sagen? Die gleichen Karten kommen. Du hast ja gesehen, ich habe sie gemischt. Das hat er uns schon gesagt. Aha. Ich habe dir das gegeben, was ich dir geben konnte. Mehr habe ich leider nicht im Angebot. Mehr kann ich dir auch nicht geben. Wenn du auch darauf bestehst, dass deine Sicht richtig ist, dann ist es so. Er sagt, dass er findet, jeder von euch hat seine richtigen Argumente. Jeder von euch hat Gründe, die wichtig sind. Er hat so viel investiert, wie er konnte. Und er wollte aufrichtig sein. Hier hat er mit gutem Gewissen versucht, fair zu sein. Natürlich gab es auch Manipulatives. Ja. Natürlich wollte er sich auch mit dir wohlfühlen. Eine richtige Entscheidung. Eine richtige Entscheidung. Es war eine richtige Entscheidung, sagt er. Das möchte ich jetzt nicht tiefer ausführen oder nochmal deuten. Es war eine richtige Entscheidung, sagt er.
für die Veränderung, für eine wichtige Veränderung. Was möchtest du sagen, mein Lieber? Was möchtest du heute sagen? Ja, er findet, es ist schon okay. Das, was er bekommen hat, damit kann er leben. Es ist nicht das, was er erwartet hat. Vielleicht braucht es noch etwas Zeit, dass er auch mit dem Resultat zufriedener sein könnte. Er hat sich mehr gewünscht. Aber du bist ganz schön schlau, sagt er. Du bist schlau. Du wartest nicht, ja? Du kennst deinen Weg. Wenn es sein soll, dann riskierst du auch. Wenn du den Ausweg nicht kennst, dann bleibst du trotzdem bei dir und wartest ab. Was will er uns damit sagen? Hm, sehr schön. Also, hier klebt er noch an dir. Energetisch gibt es noch eine Schnur, die nicht gerissen ist. Er würde gerne wohl ausbrechen, ja, er würde gerne etwas unternehmen. Aber er ist sich nicht sicher, dass das so willkommen ist von dir. Man muss sich nochmal Gedanken machen, wie er handelt. Wie er handelt. Ob das noch einen Bestand hat, ob es überhaupt sein soll. Zweifelt. Er zweifelt jetzt so stark. Er kennt leider den Ausweg nicht aus dieser Situation. Was sagst du mir bitte noch? Manchmal ist die Zerstörung gut. Er sagt hier, er versteht dich. Er ist auch einverstanden mit dem, was er als Ergebnis bekommen hat. Er sagt, er hätte mehr Liebe zeigen sollen. Mehr Liebe zeigen sollen, mehr investieren sollen. Und nicht zu sehr, zu ungesund egoistisch sein, ja? Vielleicht auch einige von euch? Ja. Zweimal Ego-Karte, okay. Ja. Er hat einige Persönlichkeitsmerkmale, die ihn selbst leider enttäuschen. Das sagt er. Ich habe es versucht, es ist mir nicht gelungen. Ich bin selbst von mir enttäuscht. Ich bin hier kein Sieger. Ich bin hier nicht derjenige, der sie selbst applaudieren kann. Ich muss mich noch mehr anstrengen, sagt er hier. Ich habe mich etwas verloren in der Routine. Es gab viel zu viel zu beachten. Ich muss mich wieder aufbauen. Ich hätte dir mehr Aufmerksamkeit zeigen müssen, damit ich in deinen Augen auch ein Gewinner bin oder jemand bin, den du zu 100% respektierst, denn du für einen stabilen Mann hältst, für einen starken Mann hältst. Jetzt noch eine Botschaft für dich. Von oben,
was sollst du jetzt wissen in Bezug auf diesen Mann? Du brauchst nichts zu unternehmen, ja? Und versuche doch noch, deine Ängste loszulassen. Überprüfe deine Ängste. Überprüfe deine falschen Gedanken, die keine Funktion für dich haben. Deine Glaubenssätze. Überprüfe, wo du dich zu sehr als Opfer gibst, wo du kein Opfer bist. Ja, nutze deine Intuition. Verbinde dich mit deiner Seele. Höre auf deine Seele. Höre nicht zu sehr auf deinen Verstand, sondern mehr auf dein Herz und deine Seele. Auf deine Intuition, auf deine innere Welt. Verbinde dich mit dir selbst. Die Königin der Kirche fällt hier. Sieh das Ganze mit Liebe. Und lass auch die Liebe in diese Verbindung hier einfließen. Auch wenn es dir schwerfällt, ja? Wenn es schwer fällt. Auch Selbstliebe ist hier ein großes Thema. Die erste Karte, frühere Leben. Deine Seele hat nur eine einzige, ewig andauernde Existenz. Ja. Deine Seele lernt etwas Neues, eine neue Erfahrung in genau diesem Körper. Erlaube deiner Seele, diese Lektionen mitzunehmen. Erzengel Michael schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Bitte darum, wenn es sein soll, wenn du fühlst, ja, du benötigst seine Unterstützung. Die Engel stehen uns immer zur Verfügung. Die warten nur, dass du sie rufst. Ja, sie möchten nicht selbst eingreifen. Sie brauchen ein grünes Licht. Und wenn du sagst, ja, du bist bereit, dann ist es desto besser für die Engel. Dann können die schon die Hand anlegen. Gnade, öffne dich für Liebe und Mitgefühl und erinnere dich, dass du bedingungslos geliebt wirst. Genau das meine ich auch mit der Königin der Kirche hier. Dann schau dir diese wunderschöne Karte an. Und es geht um die bedingungslose Liebe, um Mitgefühl. Ja, meine Liebe, das war deine Legung. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von dir nach oben freuen. Abonniere meinen Kanal und wenn du eine private Legung haben möchtest, dann kontaktiere mich über meine Webseite oder meine E-Mail-Adresse. Ich wünsche dir alles Gute, viel Durchhaltevermögen und ganz viel Liebe.